Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir wollten beim letzten Mal unsere Stahlproduktion da oben etwas erhöhen und haben deshalb hier unten die Kohlemeiner angeschlossen und den Miner für das Eisen etwas vergrößert. Also die MK2-Variante draufgestellt. Und das werden wir jetzt hier noch etwas oben fertig bauen. Ne? Hallo. So. Jetzt kommt man hier auch besser wieder hoch. So. Nun denn. Dam, 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 dam. Schnell nach oben. So. Okay, wie schaut denn das hier mit der Produktion von Stahlbeton aus? Wie viel haben wir denn davon? Ja, schon wieder 72. Ich denke, das reicht erstmal. Wir schalten den mal aus. Damit läuft jetzt hier hinten das Ganze voll. Und wir können hier vorne dann bald Stahlträger rausnehmen. Aber das reicht mir trotzdem noch nicht. Wir werden hier noch eine deutlich größere Stahlproduktion dran setzen müssen. Also deutlich mehr schmelzen. So. Und zwar wollen wir jetzt natürlich die Produktion. Wir brauchen eine Gießerei. Und die geht nicht, weil wir keinen Beton haben. Na gut, was brauchen wir für Förderlift? Das brauchen wir auch nur Stahl. Okay, gut, dann würde ich sagen. Okay, der kann eigentlich durcharbeiten. Ja, also im Moment können die alle durcharbeiten, aber genau. Und wir haben hier hinten auch eine, naja, gleichmäßige Produktion. Und die Kollegen hier hinten? Ah, die können nicht durcharbeiten, weil hier zu wenig ankommt. Und hier kommt zu wenig an, weil das Förderband hier zu langsam ist. Zack. Und zack. So. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass hier jetzt das nicht mehr gleichmäßig ist, sondern hier jetzt deutlich mehr rausgenommen werden sollte. Okay, das ist jetzt seltsam. Na gut, dann gucken wir doch mal hier. Okay, hier staut sich es mittlerweile. Dann können wir nämlich die Stahlträger hier rausnehmen. Und können hier ein Förderband MK3 draus machen. Sieht schon deutlich gewaltiger aus. So, jetzt leert er sich. Und wir machen hier auch gleich noch ein MK3 draus. So. Nun denn, jetzt kommt hier erstmal genug an, natürlich auf Kosten unseres
Stahlbahn verbrauchst. Also, dass wir da vorne halt irgendwann, dass der Container leer laufen wird. Das heißt, wir düsen jetzt fix zurück, holen uns ein bisschen Beton und dann geht's hier hinten weiter. Eigentlich könnte man den auch hier oben abnehmen, aber wir können ja dabei, ach nee, wir können nicht gucken. Man kann ja nicht ins Inventar gucken, wenn man im Auto sitzt. Nun denn, wir düsen hier hinter. Hui. Doch, da ist es. So, eins, zwei, drei. Wir nehmen vier mit. Und dann geht es weiter. Beziehungsweise wir schauen nochmal hier vorne und so kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Was unsere Forschung mittlerweile abgebracht hat. Da hatten wir beim letzten Mal ja eine Festplatte angestoßen. Und da schauen wir doch mal, was dabei mittlerweile rausgekommen ist. So, halt, die Forschung ist hier hinten, aber dann nehmen wir direkt den Quarz mit. Weil Quarz wird uns demnächst auch noch treffen. So. Wir können Kohle herstellen. Okay, das brauchen wir nicht, weil hierzu müssen wir natürlich wieder farmen gehen. Das wollen wir nicht. Wir können aus Schwefel und Kohle. Wir können aus. Das ist doch mal ein schönes Rezept. Ich denke, das werden wir nehmen, weil dann haben wir endlich auch einen sinnvollen Gebrauch für Kupfer und können damit verstärkte Eisenplatten herstellen, also genietete Eisenplatten. Das ist doch mal nicht schlecht. Gefällt mir. So. Wir können jetzt Katerium nicht, wir wollten Quarz erforschen. Forschung starten. Dam, 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 dam. Und fertig. So. Du da, Forschung starten. Ja. Hier können wir dann Kieselsäure herstellen und hier könnten wir. Ja, Quarzoszillator herstellen. Na, das ist doch auch nicht schlecht. So, Elektroschnecke. Wir brauchen eine gelbe Elektroschnecke. Okay, oder wir starten das. Und das hier hinten haben wir schon abgeschlossen. Also Produktion übertakten können wir. Wir können jetzt hier die anderen Energiefragmente machen oder nach Schnecken scannen. Schwefel. Okay, hier kriegen wir dann Sprengstoff irgendwann und noch viele lustige andere Sachen. Das können wir noch nicht freischalten. Genau. So, hier könnten wir Fallschirm. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Nährstoffe. Ein Pilz. Na, ein Pilz haben wir doch. Halt. Da rein. So, ein Pilz. Was war es? Nährstoffe? Richtig, ein Pilz. Forschung. Dam, 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 dam. Fertig. Nährstoffmischung. Da fehlen uns noch die Motoren. Oder sind es Statoren? Auf jeden Fall die Dinger da. So, Schwefel könnten wir freischalten mit Schwefel und Kohle. Habe ich jetzt beides nicht dabei. Quarz brauchen wir halt. Ja, Quarzkristalle und verstärkte Platten oder mehr Quarzkristalle. Hier brauchen wir die Schnecken. Blütenblätter.
Ja, gut, das sehe ich jetzt nicht so als wichtig an. Katerium. So, wir brauchen 50 Katerium. Ich denke, das ist auf jeden Fall wert. Schwefel. Ja, leider haben wir nur 39 davon. Na gut, dann halt nicht. Der Motor kommt da noch mit rein. Eisenerz haben wir noch mit drin. Den. Das packen wir hier hinten mit rein. So. Nun denn. Haben wir die ganzen Sachen erstmal angestoßen. Und wir machen uns mit unserem Auto natürlich. Weil zu Fuß wäre ja dumm. Bin ich hinten irgendwo geparkt? Doch, da. Zurück, um unsere Produktion da hinten etwas zu verstärken. So. Alles klar. Dumm, dumm. Hui. Weil wenn ihr seht, was wir hinten alles an Eisen brauchen, um die paar verstärkten Eisenplatten herzustellen, ist das wahrscheinlich mit Kupfer deutlich entspannter. Weil das bisschen Draht, was wir da produzieren müssen, und Kupfervorkommen haben wir noch eine ganze Menge da. Also ich denke, da werden wir bei Zeiten drauf umsteigen. So, nun denn. Na, das sieht doch super aus. Das gehen wir nämlich direkt mal hier vor. Das sieht gut aus. Und jetzt dürfte aber hier drinnen nicht mehr so sonderlich viel sein. Genau. Ja, das update mal gleich. Genau. Und zwar. Kann ich hier drüber gucken? Nee, natürlich wieder nicht. So. Wir haben jetzt hier Förderlift MK3. Den Update. Warum komme ich an den hinteren nicht ran? Ist das jetzt schon MK3? Ah, okay. Offensichtlich sind das schon MK3. Ah, ich war nur zu weit weg, dass das nicht gesetzt hat. Gut, wie viel habe ich jetzt noch dabei? 58. Na, damit lässt sich jetzt kein Krieg gewinnen. Dann machen wir erstmal noch hier oben die Förderbänder schneller. Genau. Alles klar. Das sieht erstmal ganz gut aus. Und jetzt setzen wir hier unten noch die nächste Gießerei daneben. Eins. Und einfach, weil wir es können, setzen wir noch eine zweite daneben. So, die sieben. Hier kommt ein Splitter her. Dahin und dahin. Dahin und dahin. Und dann Logistik. So, und das sind Einser. Einser sollten aber reichen. Dann sparen wir ein bisschen Material.
Und machen das Ganze so. Die ganzen Sachen haben jetzt natürlich noch keinen Strom. Du stellst Herr Stahlborn und du stellst auch Herr Stahlborn. So, wir müssen dann ganz dringend unten updaten. So, wir nehmen den hier weg. Machen jetzt hier Logistik den Fusionator. Stellen den so. So, und so. Die produzieren 45 pro Minute. Na, dann nehmen wir doch mal besser die 2. Obwohl, die einzelnen rausreichen. So, dann kommt hier die 3 hin. So. Okay. Das sieht ganz gut aus. Jetzt sollte hier auch wieder das Ganze voll laufen. Oder wir machen hier vorne gleich nochmal eine 3 draus. So. Okay. Ich denke, das flutscht jetzt hier. Wir brauchen jetzt hier hinten Stahlträger. Da nehmen wir mal alle mit. Und wir versuchen mal noch die Kohle loszuwerden. Weil die können wir im Moment nicht gebrauchen im Inventar. So, zack, zack. Und hier tun wir noch die Eisendinger rein oder die Stahlbahn. Und dann gehen wir wieder runter. Weil wir haben ja gesehen, unsere Anlieferung von den ganzen Sachen stockt ein bisschen. Da werden wir jetzt etwas nachhelfen. Dam, 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 dam. Bisschen zügiger, Kollege. So. Okay. Okay, jetzt setzen wir hier mal ein Förderband MK3 hin. So, das sollte jetzt hier hinten natürlich alles ein bisschen zügiger machen. Förderband MK2. So, das sieht gut aus. Dann gucken wir uns nochmal den Lift an. Der ist auch MK3. Alles MK3. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch oben die Eisenzufuhr, auch wenn die gerade ausgereicht hat oben, würde ich die direkt updaten auf MK3. Damit wir hier einfach safe sind und nicht ständig wieder hier runter müssen. Zack, zack. Zack, so. Alles klar. Jetzt rödelt das hier fröhlich vor sich hin.
Und der hier wird auch seine ganzen Sachen los. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, 270 pro Minute. Okay, er würde also ein bisschen mehr loswerden können, als er gerade produziert. Aber das ist okay so. Denke ich erstmal, dass wir jetzt da oben ordentlich Stahl herstellen. So. Nun denn, auf nach oben und wir schauen mal, wie das da jetzt mit der Stahlproduktion so läuft. Kupfererz. Na. So. Dam, dam, dam. Okay, hinten kommt definitiv jetzt demnächst Hypertubes her. Das geht mir ja auf den Kranz. Dann halt nicht. Machen wir es halt so. So. Hat genug. Okay, der füllt sich jetzt hier langsam, gehe ich mal davon aus. 40, 41, ja. Genau, der kriegt mehr, als er verbraucht. Deshalb werden sich auch die hinteren langsam füllen. Aber wir sehen schon, das wird nicht das Allheilmittel sein. Um genau zu sein, könnten wir jetzt hier eigentlich schon eine neue Leitung nach oben legen. 60, 60. Sind 240, also genau das, was, fast genau das, was die kann. Joa. Ich denke, da sollten wir bei Gelegenheit jetzt da unten die Miner upgraden und hier oben die Produktion dann doch deutlich verstärken. Auf jeden Fall produzieren die jetzt erstmal durch hier. Genau. Hier ist zwar immer noch leer, aber aus dem einfachen Grund, weil jetzt hier ordentlich produziert wird. Jetzt sollte hier auch deutlich schneller was ankommt. Na, geht doch. Und die Stahlrohre sind voll. Gut. Okay. Wir haben jetzt eine halbwegs ordentliche Stahlproduktion hier oben hergekriegt für unseren Gebrauch, den wir so nebenbei mit haben. Und ich denke, wir werden das hier oben vielleicht noch um. Nee, eigentlich nicht. Ich denke, wir lassen das so. Und haben jetzt hier unsere Produktion für die Sachen, die wir brauchen. Also, ich sag mal so, ein bisschen Stahlbeton, ein bisschen Stahlbarren, was wir so zum Bauen brauchen werden. Und ich denke, das wird dann hier hinten ganz ordentlich reichen für uns, denke ich mal. Genau, das würde für uns, also das ist unsere Produktion hier hinten. Das ist genug. So. In der Zwischenzeit, bis zum nächsten Mal, werde ich jetzt hier hinten ein bisschen was erweitern. Genau. Und zwar werde ich hier die Plattform fröhlich nach vorne bauen, um ganz einfach dann irgendwann die Quarzsachen da unten anschließen zu können. Wir haben ja gesehen, wir haben genug Beton gerade da gehabt. Und werde dann auch hier hinten das Ganze fröhlich laufen lassen. Und dann werden wir noch mal sehen, wir haben hier unten genug Kohle vorkommen, wenn wir da die neuen Miner draufsetzen,
dass die dann halt deutlich mehr fördern. Dann werden wir hier oben auch noch eine Produktion hinstellen für die anderen Rahmen, die wir da brauchen, damit wir hier auf die nächste Stufe dann gehen können. Ich gucke noch mal kurz, inwieweit Kohle weg ist. Also die paar hier unten. Da hinten ist noch eins. Und da hinten ist noch eins. Da vorne ist noch eins. Cool. Achso, da ist das, wo wir unsere Kraftwerke angeschlossen haben. So, dann gucken wir noch mal fix nach Eisenerz. Ist da hinten noch was so in 800 Metern? Schade. Gut. Dann werden wir hier wohl mehr Eisenerz anliefern müssen, um dann hier unten auch oder hier oben eine ordentliche Produktion hinstellen zu können. Also werde ich jetzt hier erstmal die Plattform erweitern und genau, dass wir dann demnächst hier das Stahl machen können und da hinten Quarzproduktion, wenn das dann soweit ist. Mal schauen, was ich bis zum nächsten Mal schon geschafft habe. Aber wahrscheinlich wird hier die Stahlproduktionserweiterung erstmal das Wichtigere werden, weil wir müssen ja hier dann beim nächsten Mal anliefern, Eisen mehr und mehr Kohle und so weiter und so fort. Genau. Aber wie gesagt, ich werde nur hier ein bisschen basteln und daddeln und beim nächsten Mal bauen wir dann hier hinten die Fabrik weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Horido und auf Wiedersehen.